Champagner. Ja, Justus, Sie sehen wirklich fabelhaft aus, aber Sie sind nicht durchsichtig. Ich liebe Hochzeit. Sie sehen so glücklich aus. Ja, wenn ihr mich nicht hättet. Und nicht ich. Sebastian sieht ganz schön mitgenommen aus. Kein Wunder nach der Geschichte gestern. Tristan scheint sich auch nicht gerade wohl zu fühlen. Tristan. Herzlichen Glückwunsch, Elisabeth. Vielen Dank. Papa, danke. Herzlichen Glückwunsch. Einen Moment. Der Champagner ist zwar noch nicht da, aber ich muss einen Toast auf meinen Sohn Tristan aussprechen. Er hat mich vor dem Flammentod gerettet. Ohne ihn hätte diese Hochzeit nie stattgefunden. Danke. Wo ist eigentlich Sebastian? Bis eben war er noch hier. Komm, lass uns mit Papa anstoßen. Sonst wird das nimmer was. Ecki. Was? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich sehr, dass Sie Rebecca zu unserem Traum begleitet haben. Auf euch. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Willst du was essen? Ja, klar. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Die junge Gräfin muss ja von den Männern ganz schön enttäuscht sein, dass sie sich jetzt schon mit Frauen tröstet. Haben Sie keine eigenen Probleme? Hallo, ihr zwei. Auch Kanapächen? Ist gut. Nee, danke, ich habe keinen Hunger mehr. Was ist denn los? Ach, nichts. Wollen wir rüber? Die hätte sich ihren dummen Kommentar echt sparen können. Vielleicht war es doch keine gute Idee, herzukommen. Ach, Quatsch. Ich hole uns mal was zu trinken. Nein, Carla. Na, es war wirklich nur das eine Zimmer im Ostflügel. Ja, sonst hätten wir die Hochzeit doch nicht so schnell nachgeholt. Ja, vielen Dank. Auch von Elisabeth. Ja, richtig aus. Wiederhören. Ja. Alles in Ordnung? Diese dumme Gräfin Freisin hat gerade voll über Miriam und mich abgelästert. Wie bitte? Sie meinte, ich würde keinen Mann abkriegen und mich deswegen auf Miriam stürzen. Naja, die Gräfin ist nicht gerade für ihre Feinfühligkeit bekannt. Findest du das lustig? Ach, du hast ja recht, aber vielleicht solltest du dich fragen, warum dir diese Kommentare so zusetzen. Du pfeifst doch sonst auf die Meinung anderer Leute. Was willst du mir damit sagen? Bist du dir bei Miriam hundertprozentig sicher? Vielleicht lässt du dir ein bisschen Zeit, um herauszufinden, was du wirklich willst. Toll! Jetzt fängst du auch noch damit an. Mach doch mit der Gräfin einen Club auf. Becky! Mir tut Miriam gut. Ist das so schwer zu verstehen? Becky! Ich könnte ewig so weiter tanzen. Wenn der Fotograf nicht wäre, dann wäre es noch romantischer. Wenn du so wunderschön bist. Die beiden sind auch ein schönes Paar. Ich stehe schon wieder. Doch ich sieht auch nicht immer noch diese Gräfin auf. Darf ich bitten? Ich dachte schon, du fragst gar nicht mehr. Ist doch egal. Soll euch jeder sehen, was für ein tolles Paar wir sind. Entschuldigung.
du Ludwig, ich glaube, Gräfin Freisinn will sich auch verabschieden. Ja. Ach, Gott sei Dank geht sie endlich. Kann ich dich kurz sprechen? Ja, okay. Hey. Hey. Ich dachte schon, sie kommt gar nicht mehr. Miriam, was ist denn los? Mir wird das alles zu viel. Ja, okay, ich habe vorhin ein bisschen übertrieben. Ein bisschen? Mann, was soll der Scheiß? Morgen steht in allen Zeitungen, Rebecca von Lahnstein küsst ihre Freundin. Mann, was soll ich denn machen? Alle glauben, das mit uns... Was? Alle glauben, dass ich nur was ausprobieren will, dass ich mir nicht sicher bin. Das bist du doch auch nicht. Du bist dir nicht sicher. Und ich bin mir auch nicht sicher. Wir mögen uns. Aber wenn wir ehrlich sind, reicht das nicht. Bist du mir jetzt böse? Böse ist das falsche Wort. Eher enttäuscht. Ich wollte dich nicht... Nicht von dir. Von mir. Du hast recht, ich wollte unbedingt die ganz große Liebe finden. Und ich habe mich da total reingesteigert. Je mehr die anderen gesagt haben, desto mehr wollte ich es. Und weil du nicht allein sein wolltest. Genau wie ich. Aber wir sind nicht allein. Wir sind Freunde. Und für die Liebe müssen wir einfach noch ein bisschen suchen. Bei Männern oder bei Frauen? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass wir toll sind. Und wir haben uns gefunden. Und wir werden auch noch den oder die Richtige finden.